Wir befinden uns hier vor dem Schaltfeld eines 110 kV Schaltanlage mit verschiedenen Objekten. Dazu zählt als erstes der Steuerschrank, welcher die gesamte Funktion und Überwachung der Anlage übernimmt, worüber die einzelnen Schaltgeräte betätigt werden können und verschiedene Verriegelungsvorgänge stattfinden. Wir beginnen mal mit dem Aufbau der Schaltanlage, wie gesagt der Steuerschrank, dann als Anlagenteile der Überspannungsableiter, der Trenner mit Erdungstrenner, die verschiedenen Wandlertypen als Strom- und Spannungswandler. Mal dazwischen drin liegt noch eine Durchführung als Kombiwandler. Dann im hinteren Teil befindet sich der Leistungsschalter. Ich befinde mich jetzt am Steuerschrank für die 110 kV Schaltanlage. Da befinden sich hier die elektrischen Einrichtungen, also sprich die Sicherungen und die Klemmleisten mit den Wandlern und als nächstes dieses Druckluftsteuergerät, welches für die Betätigung der Trenner gebaut ist und die Rückmeldung über verschiedene Kulissenbleche realisiert. So, jetzt demonstriere ich mal das Öffnen des Trenners. Und im Anschluss, wenn man die Spannungsfreiheit geprüft hat, das Schließen des Erdungstrenners. So, man kann das Gleiche jetzt wieder in der Gegenrichtung machen, dass man muss in jedem Fall erst den Erdungstrenner öffnen, weil die Trenner einmal über das Druckluftsteuergerät verriegelt sind, Erdungstrenner und Leitungstrenner, und zum anderen mechanisch noch einmal in den einzelnen Betätigungskolben. Jetzt öffne ich den Erdungstrenner. Und im Anschluss kann ich den Leitungstrenner wieder schließen. Hier ist mal demonstrativ ein Leiter eines 110 kV Schaltfeldes aufgebaut. Beginnt wieder mit dem Überspannungsableiter 110 kV, dem Leitungstrenner mit Erdungstrenner, dem Spannungswandler, dem Stromwandler und als letztes folgend ein bulgarischer ölarmer Leistungsschalter des Typs MMO. Man kann das, als Funktion haben wir für dieses eines Leiters nur den Trenner als Leitungstrenner zu betätigen. Das würde ich jetzt mal machen. Öffnen Erdungstrenner. Erst wenn der Erdungstrenner komplett geöffnet ist, kann der Leitungstrenner betätigt werden. Öffnen Leitungstrenner.